Hier sind wir im Herz des Kontrollzentrums, das ist der sogenannte Hauptkontrollraum. Von hier geschehen alle kritischen Phasen einer Mission. Wenn die Rakete startet, dann der Satellit im All getrennt wird, machen wir die kritische Start- und Testphase. Also Teamgeist ist bei uns sehr wichtig. Hier arbeiten schon mal grundsätzlich Leute aus 20 verschiedenen Nationen zusammen. Fußball ist ja auch ein sehr internationales Geschäft. Und auch bei einer Satellitenmission ist es ganz wichtig, dass wir als Team zusammenarbeiten. Und wir können nur als Team zusammen so eine kritische Start- und Testphase durchmachen und den Satelliten sicher ins All bringen. Das ist so, wie wenn ihr ein Spiel gewinnen wollt, könnt ihr auch nur als Team gewinnen. Und diese Start- und Testphase, wenn ihr im All seid, das ist so, wie wenn du Elfmeter schießen musst, dann musst du richtig gut vorbereitet sein und du willst den reinbringen. Das ist eben auch Risiko. Und bei der Raumfahrt gibt es dieses Risiko auch. Sehr beeindruckend auf jeden Fall. Ich bin echt wirklich fasziniert, auch wie das hier gehandhabt wird, was alles gesteuert wird und mit was für einem Teamgeist hier gearbeitet wird. Ich glaube, da kann man sich auch als Fußballer, als Teamsportler eine Scheibe abschneiden, wie die da zusammen drin arbeiten. Und ja, bin wirklich begeistert davon. Wir bewundern auch die Ligen, ganz klar. Ihr habt auch einen tollen Teamgeist. Ihr seid auch mit bescheidenen Mitteln richtig hochgestiegen bis in die erste Liga. Hier gibt es ganz viele Fans, da könnt ihr sicher sein. Und wir drücken euch auch immer die Daumen und sind auch öfter mal im Stadion. Schön. Dabei. Also der Weltraum an sich hat mich schon immer begeistert. Gerade jetzt nach so einem Rundgang würde ich direkt am liebsten umschulen und Astronaut werden. Ja, ist doch auf jeden Fall ziemlich beeindruckend.